Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zum Aerial Hoop Tutorial hier bei Crazy Sports Augsburg mit mir, Nadine Rebel. Heute geht es ein bisschen um den Bereich Floorwork. Eignet sich auch ganz gut für ein Warm-up und zu gucken, wie ist die Stabilität in der Schulter, was macht der Bauch, was macht die Rumpfstabilität. Und zwar werden wir ein bisschen planken mit Hilfe des Hoops und auch uns seitlich rausdrehen. Ich zeige es euch erstmal von zwei unterschiedlichen Perspektiven, damit ihr es sehen könnt. Ich richte mich auf, bin hier ganz gerade, nehme den Hub längs zu mir, greife von der Nase, verlängert hier nach oben, einmal links mit der linken Hand, einmal rechts. Und jetzt setze ich ein Bein auf und das zweite Bein auf und meistens hängt man dann hier durch. Jetzt kommt es auf die erste Stabilitätsübung an. Ich ziehe mich hoch, Schultern tief, Bauchnabel nach innen, Popo anspannen und jetzt hänge ich mich tief und wieder hoch. Tief und wieder hoch. Das Ganze von der anderen Perspektive, drehe mich hier hin. Schultern sind tief, Schulterblattspitzen zueinander, schöne lange Linie in den Beinen. Spitze am Hub ist und tief, hoch und tief. Achtet darauf, dass ihr nicht reinsackt, wenn ihr unten seid oder so hoch geht, sondern dass ihr immer eine schöne gerade Linie habt und aus der Brustmuskulatur und den Bizeps zieht und wieder tief. Ganz einfach, aber man wird gut warm. Einfache Floorwork-Übung. Jetzt schauen wir uns dann noch die seitliche Plank an. Kommt im nächsten Tutorial. Bis gleich. Danke fürs Zuschauen.